willkommen zur Minecraft-WG mit dem Pan. Hi. Der Shizuka. Hallöchen. Dem Wassermoon. Einen wunderschönen. Und der Ria. Hallo. Moin. Wie viel Glowstone habe ich hier reingesetzt, ey? Ach du Scheiße. Nur ein paar. Viel? Ja gut, das war aber für mich einfacher als Fackeln zu craften, weil den Glowstone hatte ich schon ganz da. Hatte er schon ganz da, ne? Naja. Leben im Überfluss. Richtig. So, ich muss hier aber jetzt gleich in die Decke reinschrauben. Im Moment mache ich hier alle noch, mache ich ein paar in den Boden rein, aber nur an den Stellen, wo ich mir merken kann. Ich bin gerade nicht drin, also ich werde dir schon nicht auf den Kopf fallen. Ja, was das ist schon mal gut, ne? Das Problem ist, die Abschraubung nach unten ist dann nicht ganz so weit, so dass ich viel mehr da reinsetzen muss. Aber egal, das ist nur ein kleines Problem. Ein Mini-Mühl-Mals-Mühl-Problem. Ich muss mal jetzt ausdenken, ob ich da irgendein Muster mache oder ob ich einfach wahllos in den Boden reinkloppe und wenn ich dann irgendwann mal was rausreiße, kann passieren, dass ich das Licht ausmache. Ich habe zugegebenermaßen einfach geguckt, ist es hell oder nicht hell und... Hast du einfach irgendwo hingekloppt, ja. Ja. So werde ich es wahrscheinlich jetzt auch machen, alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Zweifel, du wirst nicht fertig und im Zweifel musst du halt dann irgendwann nachträglich noch eins hintun, wenn du merkst, ja, da fehlt was. Fertig. Klar kann man es abmessen und machen und tun, aber dann bist du nur damit beschäftigt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gerade alles dunkel mache hier bei mir. Warum hast du Angst im Dunkeln? Nee, aber wenn ich Creeper hier alles mir kaputt haut. Ach Quatsch, was macht ein Creeper nicht? So, ein Skelett rennt hier. Skelett rennt hier unten schon rum. Was ist los? Er hört sie schon, oder was? Ich sehe tote Menschen. Das ist ein super Film. Übrigens anschauen. Das stimmt. Wie heißt der nochmal? Tja. Der Film, der heißt Ich sehe tote Menschen. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Der Film mit den toten Menschen. Ich sehe tote Menschen, sie wissen nicht, dass sie tot sind. Sixth Sense, stimmt. Hm? The Sixth Sense. Der sechste Sinn. Ach so, den Film meinst du? Ah, das. Okay. Nee, ich baue die in den Boden rein. In die Decke macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss so viel auf so viel Flächen machen, dass das irgendwie hell wird. Ja, dann müssen im zweiten Stock muss man halt... Ja, dann lass sie in der Decke, weil der zweite Stock braucht die ja auch. Ja, im zweiten Stock brauchst du die ja auch im Boden. Dann. Ja, und dann kann ich ja neu im Boden noch reinmachen. Ja, dann lass die, wo du schon hast halt. Ja, ja, das ist klar. Ich mach die jetzt nicht wieder raus. Ist ja gut. Sixth Sense ist genial, habe ich noch auf Videokassette. Auf was? Wie bitte? Auf Videokassette. Was? Was ist eine Videokassette? Ja. Googelt's mal, ob ihr es rausfindet. Was ich mir noch anschauen möchte, ist Fight Club. Fight Club ist ein super Film. Ich sag jetzt nichts Genaueres dazu, aber bei Sixth Sense soll es Leute gegangen haben, die eben wegen dem, was am Ende rauskam, gleich in die nächste Vorstellung zurückgerannt sind. Und sich den Film dann unter dem neuen Aspekt angeguckt haben. Ja, ja, also das ist halt das Interessante bei Twist-Filmen, dass du halt eine komplett andere Sicht bekommst auf den Film, wenn du halt das Ende gesehen hast. Oh, Creeper und Spinne. Und ich sag jetzt halt extra nichts dazu, weil ich sag, guckt ihn euch an, der lohnt sich. Auch wenn er schon auf jeden Fall. Genau, der Fluch der zwei Schwestern. Das ist so ein unbekannter Film, aber das ist ein Film mit so einem genialen Plot-Twist. Das ist dann auch so, du willst da reingehen wieder und den nochmal schauen. Also kann ich auch empfehlen, wenn du so Plot-Twist-Filme liebst, dann empfehle ich dir der Fluch der zwei Schwestern.
Fight Club soll wohl auch ein total guter Plot fürs Film sein. Fight Club ist super. Den will ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Und ja, es ist ein guter Plot-Twist-Film. Ich habe den bestimmt schon 6-mal gesehen, einfach nur weil er so geil ist. Und ja, das ist oft für mich, weil ich gucke den Film nicht öfter als 1 oder 2-mal. Ernsthaft, jetzt muss ich wegen ein X in der Ecke muss ich ja nochmal einen Stein setzen. Mein Gott. Versteckte Lichtquellen ist einfach schon gut, ne? Ja. Weil es ein Fackelnerven irgendwann mal, weil das ist ja immer das Licht und ja. Ja. So, ich muss jetzt in einem Eck ein bisschen was machen, aber es sind keine kleinen Chisels. Hm? Ah, es leckt. Unsere Leck des Todes! Ja, hab nichts gemacht. Ne? Übertreibt mal nicht, Jungs. Das war doch noch kein Übertreiben. Sollen wir mal übertreiben? Ich sag mal nur so, 50 Zentimeter, ne? Und das ist nicht so übertrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dass das Niveau echt so tief ist. Hallo, das ist die Minecraft-WG, das ist schon immer so das Niveau, also. Ist schon, ab das ist Jungs Buch damit. Shizu kann sie das bestätigen, die guckt das schon eine Weile. Ich auch? Ja. Ich hab damals sogar alle Staffeln davor noch nachgeguckt. Ja, so ist recht. Das ist ein alter Kanal, ne? Hab ich auch gemacht. Ich. So als ist ich recht. Angefangen habe mit der Minecraft-WG, war eigentlich die zweite Staffel. Ich habe mit der ersten begonnen. So ist recht. Irgendwann, ich glaube Folge 20 oder so von der zweiten Staffel. Oder so bin ich, glaube ich, dann... Zum Kommentieren gekommen. Dann aktuell. Jo, und bei mir kam eines Abends auf einmal die Nachricht in Skype. Jo, Payne, wie spontan bist du? Das ist so ziemlich genau der Wortlaut. Ja. Aber du warst nicht so spontan. Es hat, hat gedauert. Weil ich dem Abend noch irgendwas vorhatte. Ich glaube, ich hatte Mates versprochen, CS zu spielen. Ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas, ja. Ich glaube, dann hat es am Ende, haben wir sogar noch ein paar Wochen dann. Und dann kam die erste große Folge. Roleplaying Tensifies. Also, wenn jemand spontan sucht, ne, Payne nicht. Kann ich bestätigen? Ich habe auch, als ich gefragt wurde, erstmal gezögert, ob ich überhaupt zusagen soll. Ich habe damals überhaupt nicht gezögert. Ja, bei mir lag das aber auch eher daran, dass ich irgendwie 2 Wochen später oder so meine Augen-OP hatte und dann erstmal für 2 Wochen nicht da war. Muss erstmal gucken, wie es wird. Wow. Der war so schlecht. Aber echt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich Mief gefragt habe. Das ist schon... über YouTube. Ja, aber warum überhaupt? Warum, du warst ja einer der allerersten dabei, ne? Seit wann bist du dabei? Wann habe ich dich da reingeholt? Oh Gott, das ist Ich glaube, das war zweite Staffel. Und wie bin ich auf dich gekommen? Und wieso? Und das ist eine gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals die Minecraft-WG sehr regelmäßig geguckt habe. Und dann kam die Nachricht und ja, ich bin erstmal davon ausgegangen, dass es nur darum geht, Gast zu sein. Und vielleicht warst du auch nur, vielleicht warst du am Anfang nur Gast, ich weiß gar nicht. Warst du, nee, von Anfang an stand da schon fest, dass du, dass ich jemanden brauchte. Dabei haben willst, ja. Okay. Das hattest du mir gleich verständlich klar gemacht, als ich auf dem Teamspeak war. So, jetzt kommst du hier nicht mehr weg, jetzt musst du bleiben, selbst schuld. Ja, hast einen Vertrag unterschrieben, ne, so sieht's aus, ja. Genau. Du bist connected, du warst hier, Vertrag unterschrieben. Der altbekannte Seelenvertrag, wer kennt ihn nicht? Alle haben sie ihn hier unterschrieben, alle. Yep. Wozu habe ich Handels- und Gesellschaftsrecht studiert? Bring dir hier nichts. Hast du schon mal mit dem Teufel verhandelt? Scheißegal, was für Gesetze du studiert hast, das juckt ihn nicht. Welche Gesetze? Und du, eben, welche Gesetze? Und du weißt, der Teufel arbeitet für mich. Ich dachte, du bist der Teufel. Nee, nee.
Mit sowas Niedrigen gebe ich mich nicht ab. Boah, die Playlist, die Schurre, die ist so... Boah. Geil. Ja. So einer, der schaut so richtig im Mainstream an. Sollte ich irgendwann mal sterben, steht Satan auf und sagt, willkommen zurück, Meister. Ja, ist so. Ist so. Jo, was geht ab? Ja. Genau so wird's passieren. Hier habe ich ja noch einen Raum, den ich vergessen habe. Mein Gott. Die Selbstüberzeugung immer. Was? Kennt man doch nicht anders von Rava. Ja, aber wenn es doch wahr ist, was soll ich denn jetzt lügen oder was? Extra nur, damit es sich schön anhört. Nee. Irgendwann mache ich wirklich mal so einen Seelenvertrag, so einen echt, und dann lasse ich euch wirklich da unterschreiben, wenn ich euch sehe. Als ob wir das nochmal... bitte einmal eure Unterschrift. Als ob wir das nochmal schriftlich geben würden, Rava. Also bitte. Ich glaube, würdet ihr. Not sure. Also schieße auf jeden Fall. Lassen wir dich mal in dem Glauben. Die lachen. Ja, gut. Also hier oben wird es langsam dunkel. Ja, ist dunkel, ne? Ja. Wo wird's dunkel? Sehe ich auch so. Was, wo ist dunkel? Ich bin hier neben der Lava. Mr. Lava Lava. Ist das nicht zu hell? Fantastic. Lava ist kein Sonnenlicht. Echt? Woraus besteht denn die Sonne? Magma. Nicht aus Lava. Nee. Sonne besteht aus Helium. Im größten Teil. Helium, Wasserstoff, Und Eis. Und Eis, ja. Was? Nein, heiß. Nein. Und heiß. Und Eis. Und Eis. Ja. Und Eis. Eis, ja. Eis, Baby. Tschitschika. Verschwendige Wärme. Was ist nochmal her? War der Großteil vom Sonnendings nicht Wasserstoff? Klingt auf Wasserstoffexplosionen, oder? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, habt ihr diese neue Werbung gesehen von diesem Elektronikhandel-Dingster-Bumster, die halt alles in den Dreck zieht? Nö. Blende Werbung immer geistig aus, aber. Ja, aber das ist echt eine gute Werbung. Also, da muss man sagen, ja, hat die Marketingagentur. Oh. Momentan haben sie halt eher wieder gerade ihren Weihnachts-Den. Diesen. Nee, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht. Nein, ich meine generell Werbung, die, wo ich so noch mitkriege. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ja keine Adblocker. Das heißt, ich habe ein sehr hohes geistiges Ignorieren. Wenn sie kommt, das heißt, frag mich nicht nach Werbung. Ich ignoriere die so. Den kriege ich keine mit. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe keine Adblocker. Ich auch nicht. Deswegen muss man mit Signalen arbeiten. Zum Beispiel so einen Ton. Bei dir. Aha. Ton? Ja. Kognitive Aktivierung. Ey, was denn so heißt das? Er hat Kock gesagt. So. Ich weiß nicht, wow. Was ich gerade sagen. Ich muss gerade aussprechen. Das ist nicht Kognitive. Es geht emotionale Aktivierung, dann geht's kognitive Aktivierung. Aber wie heißt das andere? Cocktail! Penis. Aktivierung. Penisaktivierung, ja, ich kenne das. Das ist, Verkaufverhalten, das sieht gut aus. Nicht ist ja Wolfen. Doof, da kommen ja Pips raus. Kacke. Ja. Gut aus. Aktivierung. Zu viel. Gesundheit. Gesundheit, oh, danke. Was ist denn hier für ein. Das kann ja überhaupt nicht sein. Was ist denn für eine Tür? Zwei. Ja, ich weiß. Ich guck gerade ja schon so, hä? Aber das geht zu komisch auf. Ah, oh, jetzt muss ich die Kacke nachgucken. Das will ich jetzt wissen. Ja. Studium. Marktforschung. Wo ist ja, das? Ist halt nichts. Hier darf ich kein Kabel hinmachen. Da ist ein Kabel im Boden. Da kann ich nicht das Holzweg machen. Wo denn? Na, hier am Rand. Da lege ich mein Stromkabel von unten runter her. Ja, wenn du es weißt. Den habe ich gerade aufgemacht. Dann habe ich es gemerkt. Was ist das denn? Fenster nach innen? Warum ist das hier oben alles so rund? Das ist ganz anders als unten. Ja. Ich bin überrascht. Tja. Aber ich wollte eigentlich hier noch ein Geländer drumherum bauen, dass man, Ja, kannst du doch.
dass man auch noch gut drum rumgehen kann. Das ist ganz schön eng geworden jetzt. Ja, deswegen habe ich ja auch noch hier mit Schüssel ein bisschen abgeändert. Hä? Ja, aber das wenn hier eine oder wir machen dann kommt ja da hier der Zaun hin, weißt du? Das wird ganz schön eng hier. Willst du einen dicken Zaun? Dicken? Nee, normalen Zaun halt. Den normalen. Ja, es wird schon passen. Physische. Ja, wir können es auch anders machen. Wir können es über den Raum einfach an den Seitentüren machen. Was ist durch den Oder Ton? ich setz hier einfach die Wand. Das kann ich auch machen, so um 3 Blöcke zurück. Geht natürlich auch, mache ich das, weil dann geht's besser. Dann können wir nämlich die Chisel-Ecken auch wieder rausmachen. Oder drin lassen, je nachdem. Ich habe noch eine Axt, okay. Setze ich die nämlich um ein gutes Stück zurück. Viel brauchst du ja nicht, 1, 2 Dinger dann nur. Ja, damit der Gang auch ein bisschen breiter hat, weißt du? Ich wundere mich, warum es hier nicht dunkel ist. Stehen hier noch Glowstone rum. Glowstone ist natürlich. Ist die Mehrzahl von Glowstone. Das man jeder weiß es ja. Jetzt wissen es alle. Glowstone. Ey, ich schmeiß mal die Glowstone rüber. Glowstone. Glowstone. Döner. Jetzt hab ich Hunger. Oh, hör bloß auf. Oh, scheiße, lass uns treffen irgendwo. Morgen ist doch Dönerstag. Ja, ah, morgen ist Dönerstag, stimmt. Nach Mittwoch kommt der Dönerstag. Fuck, ich hatte heute Döner. Bei mir auf der Arbeit hatten sie auch heute Döner. Huh? Yeah, yeah. Döner Dürre mit ordentlich Phosphat. Gecheckt, weil. Wird bald verboten sein. Yeah. Phosphat. Alle kriegen Panik, obwohl es eigentlich so unwahrscheinlich ist, dass der Döner verboten wird, aber. Panikmache funktioniert ja immer gut. Ach, ich eben, dadurch, dass ich mit Lebensmitteln arbeite, kommt in der Zeitung, wenn das Brot zu dunkel gebacken ist, das sind dann die, wie haben sie das genannt, das ist krebserregend und bla, dann sind es die Aluminiumbleche, sind ihre Brezen auf Aluminiumbleche, die machen mich doch krank. Echt, fragen die nach oder was haben wir dir? Ja, nur wenn es in der Zeitung oder im Fernsehen kam und nach 2 Monaten interessiert es keine alte Sau mehr. Ja. Nee, nach 2 Minuten ist, glaube ich, schon richtig. Ja, es hält schon ein paar Wochen, aber. Aber mein All-Time-Favorite, den erzähle ich nächste Folge. Wir sind nämlich schon fertig. Ja, aber erst seit 3 Minuten. Was? Tschüss. Tschüss.